Hallo, ich bin's, der Kloppo. jetzt kommt das große Spiel Liverpool gegen PSG, gegen Paris. Thomas, jetzt kann ich endlich mal zeigen, dass ich doch der bessere Dortmund-Trainer war. Das ist so nicht richtig, Monsieur Klopp. Ich habe mehr Punkte geholt, ich habe nach Abzug sämtlicher Kalorien, habe ich auch mit Borussia Dortmund mehr Spiele gewonnen. Ich denke, ich bin von der Statistik her theoretisch der bessere Coach. Pass mal auf, du Trainerimitation, du Pep-Kopie. Kannst du dich noch erinnern an den letzten Besuch an der Anfield Road? Weißt du noch, wann das war? Und mit wem? Ja, mit Dortmund gegen uns. Ich sag nur 4-3. Herr Klopp, das ist alles Vergangenheit. Das ist nicht Präsenz. Das ist Plusquamperfekt. Das ist energetisch gesehen schon lange durch den Dickdarm und den Dünndarm durch und verdaut. Die Stimmung an der Anfield Road, die ist so geil. Das seid ihr gar nicht gewohnt. Wenn der Neymar hier einläuft, dann lässt er sich sofort fallen, um sich vor der Stimmung zu schützen. Écoutez, Monsieur Klopp, je suis le taxi. Ich meine, je suis le Taktik T-Rex. Je parle à vous. Je parle la France. Also, je veux. Jetzt pass mal auf, jetzt machen wir hier nicht einen auf Ludwig der 14., weißt du, der Sonnenkönig. Ihr, das bin immer nur ich. Und nicht du. Aber ich habe eine neue Taktik entwickelt. Wir spielen mit einer Raute im Mittelfeld, mit einem Quadrat vorne im Sturm. Und hinten spiele ich mit einem Zylinder V gleich P mal R Quadrat mal H. So. Hör mal, weißt du eigentlich, was euer Problem ist? Weißt du das? Dass meine Stürmer wissen, wo bei den Parisern das Loch ist. Hinten in der Abwehr. Gegen unseren Mbappé? Gegen wen? Was? Yes. Der Mbappé. Mbappé, das ist der Spitzname. Genauso wie ich noch den Draxi habe und der Kavi vorne und der Neymi und die Thiago Silva und natürlich unser neuer Torhüter, der Puffy. Wir werden euch in eurem eigenen Stadion, werden wir euch vernichten. So sieht's aus. Troll nur mal weiter von deinem Blattsalat. Das ist Paris, die Stadt des Essens. Und Paris, die Stadt der Mode, wie man sieht. Wir sind auch die Stadt der Liebe. Und wir haben tolle Bauwerke. Wir haben den Arc de Triomphe. Wir haben den wie heißt der Turm, der nach oben geht. Dann haben wir Sacré-Cœur und natürlich den Louvre. Ja, und genau da hängst du morgen auch. Und zwar als neue Mona Lisa. Wir kloppen euch 5-0 aus dem Stadion. Und jetzt zieh dich mal um. Kommunion ist immer sonntags, Thomas. Guck mal, wie du aussiehst. Hä? Wieso? Ich bin bei der Firma eingeladen. Mann, ey. Gibt's doch, jetzt kann man gar nicht rumlaufen.